Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit Donnerstagabend, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Auf ein Bier mit. Herzlich willkommen auch an Sie hier aus dem Landgasthof Hirsch in Finningen. Ja, und Sie merken schon an meiner Visage, dass wir heute ein wenig etwas Besonderes vorhaben, denn ja, wir feiern Jubiläum, 50. Sendung, und deswegen, da habe ich heute das Vergnügen, den eigentlichen Moderator dieser Sendung interviewen zu dürfen. Herzlich willkommen, Marcel. Schön, dass du da bist. Du bist selten Donnerstagabends hier. Ja. Zum Wohl erstmal. Hast gut gelernt. Am Anfang erstmal. Erstmal anstoßen, ja, von dem Besten. Sehr schön. So. Schön, dass Sie dabei sind. So. Zum Wohl. Cheers. Für mich total ungewohnt, nicht die Fragen ich hab zu stellen. Dir, ja, ich habe dir noch gar keine gestellt und du quasselst schon. Ja, gut. Du müsstest doch eigentlich wissen, am Anfang musst du die Klappe halten und 20 Sekunden in diese Kamera gucken. Okay. Und bitte. So, den Zehner gibst du mir nachher. Ich bin im Bett, dass du es nicht schaffst, in 20 Sekunden nichts zu sagen. Ja, ist aber jetzt immer auch durch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Schwierigste hast du jetzt schon mal überstanden. Ich würde gerne am Anfang mal testen, wie gut du eigentlich deine eigene Sendung kennst. Und ich habe dazu in monatelanger Recherche mir ein paar Zitate von Gästen rausgeschrieben. Und ich würde gerne von dir wissen, wer bei dir in der Sendung dieses Zitat von sich gegeben hat. Möchtest du lieber, es sind 5 Stück, möchtest du lieber von einfach nach schwer oder von schwer nach einfach? Fangen wir mal einfach an, aber 50 Sendungen sind tatsächlich sehr viel. Ich glaube, ich könnte nicht mal alle 50 Gäste auf Anhieb aufzählen. Aber vielleicht, wenn du die Hilfe mit den Zitaten hast. Also einfach. Ja, da bin ich mir auch ganz sicher, dass du es weißt. Zu Ihnen bin ich gerne gekommen. Bei Jauch habe ich abgesagt. Theo Weigel. Das ist richtig. Ja, war Theo Weigel. Theo Weigel hat tatsächlich in der Sendung gesagt, Günther Jauch hätte er abgesagt, um zu mir zu kommen. Und dafür liebe ich Theo Weigel. Ja, auch zu Recht. Das nächste Zitat ist für dich auch nicht so schwierig, weil ich weiß... Schluck. Vollkommen überraschend für mich, dass du nah am Bier bist. Also das nächste Zitat bin ich mir auch relativ sicher, dass du das weißt, wer das gesagt hat. Ich bin 4-5 Stunden geflogen, bis dann menschliche Bedürfnisse aufkamen, die als Gleitschirmflieger ganz schlecht lösbar sind. Tatsächlich genau an diesem Ort passiert, ja. Vor genau einem Jahr, als wir in die zweite Staffel gestartet sind. Wir starten jetzt heute Abend in die dritte Staffel, was fantastisch ist, freue ich mich sehr drüber. Und es war Sven Plöger, ARD-Wettermoderator. Exakt, war Sven Plöger, der auch noch... der zur Erklärung auch noch gesagt hat, zum Thema Bedürfnisse sind als Gleitschirmflieger ganz schlecht lösbar. Du hast ja schließlich immer Gegenwind. Ich weiß es auch deswegen so genau, weil ich ja selber Gleitschirm fliege und wir uns dann darüber unterhalten haben, über diese Flugleidenschaft. Ja. Und das fand ich damals, sehr witzig auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man ja dann immer sofort die Gedanken, wie finden das jetzt unsere Fernsehzuschauer? Ja. Und ich weiß noch, dass ich mir dann innerhalb kürzester Zeit sehr viel Bier in den Körper gestellt habe, um diese Situation irgendwie erträglich zu gestalten. Aber es war eine tolle Sendung. Ja, es war eine meiner Lieblingssendungen mit Sven Plöger. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ich bin so richtig im Leben im Müll angekommen. Das war der Einstieg. Im Müll angekommen. Wer macht für dich den Eindruck, welcher deiner Gäste ist im Müll angekommen? Also wir hatten in einer der ersten Sendungen, hatten wir Ivo Gönner bei uns zu Gast. Und ich weiß, dass der damals ins Amt kam, 1992, und direkt am Anfang für Ulm ein Müllproblem lösen musste. Und das so die erste große Herausforderung war. Da ging es also um die Thematik Müll. Könnt ihr mir vorstellen, dass es Ivo Gönner war? Also jetzt sind wir an dem Punkt, an dem uns die Leute nicht mehr glauben, dass wir vorher nichts abgesprochen haben, was wirklich so ist. Aber es ist tatsächlich richtig. Es war Ivo Gönner in genau diesem Zusammenhang. Wir haben es wirklich nicht abgesprochen. Ich weiß wirklich nicht, was passiert. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass du
Ja, mal gucken, ob du den nächsten weißt. Hast du dir wohl nicht schwierig genug Fragen überlegt? Ja, gut. Weißt du, du bist ja irgendwo auch noch mein Chef. Wenn, ich jetzt hier, wenn du jetzt kein Zitat kennst, dann weiß ich nicht, wie lange ich hier noch arbeite. Hier. Aber gut, wir schauen mal. Ich bin privilegiert, dass 2-3 Mal in der Woche eine Putzfrau kommt und mir hilft, das Haus sauber zu machen. Sonst lebe ich wie alle anderen auch. Wer hat das gesagt? Beate Merk in der Zill in Ulm. Schöne Idee, ist aber falsch. Nein! Wer war's? Es war... Dann war's Nils Schmid. Auch falsch. Also, es sei denn, du weißt da mehr als ich. Also, Christa, Prinzessin von Turn und Taxis, hat das zu dir gesagt. Sie führt ein ganz normales Leben, außer, dass sie eine Putzfrau... Stimmt, das war auf Burg Katzenstein in Dischingen. Ja, da hat sie es gesagt. So, und das aus meiner Sicht schwerste Zitat... es wäre verkehrt, stehen zu bleiben, aber die Wurzeln sind natürlich in unserer Stadt und das werden wir auch nie vergessen. Es ist deswegen schwer, weil es viele Menschen hätten sagen können. Es ist schwer, stehen zu bleiben. Es wäre verkehrt, stehen zu bleiben, aber die Wurzeln sind natürlich in unserer Stadt und das werden wir auch nie vergessen. Keine Ahnung, krieg ich einen Tipp? Oh. Wo war die Sendung? Im Herrenkeller in Ulm. Im Herrenkeller in Ulm. Da hatten wir die Ehrlich Brothers, diese beiden Magier zu Gast. Ja. Die waren es nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann war der ehemalige VfB-Präsident und heutige Ehrenpräsident zu Gast. Ja. Der war es auch nicht. Auch nicht. Erwin Staudt meinst du übrigens? Erwin Staudt. Aber also er war noch zu Gast. aber Fußball ist schon mal die richtige Richtung. Fußball? Ja. Da hatten wir noch Donickel an dem Abend. Der hat jetzt eher... Flierk. Also, das ist jetzt kein typischer Fußballsong. Also eher so die Heidenheimer Ecke. Also wir zeichnen normalerweise 4 Sendungen für Sie. Wir senden nicht live in diesem Moment. Wir zeichnen normalerweise 4 Sendungen hintereinander auf. Den 4. Gast weiß ich Holger nicht. Holger Sanwald. Holger Sanwald war auf gar keinen Fall im Herrenkeller. War nicht? Sondern wo? Holger Sanwald war dann in Drei Kannen. Aber es war Sanwald. Holger Sanwald war in den Drei Kannen in Ulm. Ah, okay, ich wusste, historisches Wirtshaus, dann ja. Nimmt es zum Teil auf meine Kappe, aber es war auf jeden Fall Holger. Und er hat gesagt, es war schwierig. Es wäre verkehrt, stehen zu bleiben, aber die Wurzeln sind natürlich in unserer Stadt und das werden wir auch nie vergessen. Holger Sanwald. Thema, toller Typ. Richtig, zum Wohl. Auch an Sie. Also Sie können ruhig ein bisschen entertainen, das macht es mir auch einfacher. Ja, Sie dürfen ruhig applaudieren für den Mann, der als einziger im deutschen Fernsehen seine Alkoholabhängigkeit so einer Sendung umfunktioniert hat. Das stimmt gar nicht, Ja. Also, die Sendung, das muss man auch mal sagen, die Sendung ist tatsächlich meine Idee gewesen. Ich habe gesagt, lasst uns doch mal eine Sendung machen, nicht in irgendeinem sterilen Studio, sondern lasst uns da hingehen, wo die Leute reden. Es gibt aber Ina Müller und ich glaube, der Alkoholkonsum von Ina Müller im NDR bzw. im ersten deutschen Fernsehen ist, glaube ich, ein höherer als der meinige. Naja, zumal, die Leute wissen ja nur, was on-Kamera passiert. Zumal die Aftershow-Partys fallen auf ein Bier mit relativ dezent aus. Zumal ich tatsächlich meistens alkoholfreies Bier trinke bei den Sendungen. Tatsächlich nur meistens, weil es hängt ein wenig davon ab. Erstens ist es die erste, die zweite, die dritte oder vierte Sendung. Hinten raus trinke ich schon mal ein richtiges Bier. Und es hängt tatsächlich mit der Sympathie ab, die ich für die Gäste empfinde. Das ist auch tatsächlich eine meiner Fragen, da kommen wir auch noch später dazu, wenn wir auch über einzelne Gäste und einzelne Sendungen noch sprechen wollen. Mit dir würde ich lieber Wasser trinken. Gut, was du noch nie probiert hast, ist, die restlichen 20 Minuten einfach mal alleine zu machen. Aber lass uns einfach mal ein bisschen weiter über diese Sendung reden. 50 Sendungen. Als erstes ist natürlich klar die Frage, was war so der besonderste Moment für dich? Und ich würde dich tatsächlich bitten, dich für einen zu entscheiden. Also tatsächlich, es fällt mir schwer, mich für einen Moment zu entscheiden. Ach. Tatsächlich habe ich ja vorher schon gesagt, dass die Sendung mit Sven Plöger für mich ein Highlight war. Mhm. Weil ich den zum einen unfassbar sympathisch finde. Der wohnt mittlerweile auch in Ulm, ist also so einer so von uns. Zum anderen
haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten und das fand ich total toll in der Sendung. Sven Plöger hat logischerweise als ARD-Wettermann ein sehr großes Interesse für die Thematik Wetter. Habe ich auch. Ich bin jemand, der sich wirklich unfassbar gerne Wolkenbilder zum Beispiel ansieht. Und zum anderen fliegen wir beide. Er fliegt Ultraleichtflugzeuge. Ich habe eine Fluglizenz für kleine Sportflugzeuge. Wir fliegen beide Gleitschirm. Wir haben beide eine Leidenschaft für Berge. Insofern würde ich sagen, die Sven-Plöger-Sendung war tatsächlich meine persönliche Lieblingssendung. Jetzt hast du bislang, logisch, heute bist du der 50. Du hast 49 Gäste hier gehabt. Ist natürlich klar, wir laden... Oder ihr ladet viel mehr ein, als dann am Ende kommen. Weil es ist ja immer auch eine Zeitfrage. Ja. Wenn wir Blank Page machen, wen würdest du dir mal wünschen? Also mit mir Wasser, mit wem würdest du gerne mal Bier trinken? Also ich habe eine große Politikleidenschaft. Insofern gibt es da natürlich ein paar Politiker, also Spitzenpolitiker, mit denen ich gerne mal ein Bier trinken würde hier in der Sendung. Und zwar vollkommen unabhängig von meiner eigenen politischen Meinung würde ich sehr gerne einfach, weil ich glaube, sie hat wahnsinnig viel zu erzählen, ich würde sehr gerne mal mit der Bundeskanzlerin ein Bier trinken. Wir stehen auch tatsächlich, keine Ahnung, ob es jemals klappt, aber wir stehen tatsächlich im Kontakt mit dem Bundeskanzleramt und ich weiß, dass es tatsächlich bei denen auch ernst genommen wird, unsere Anfrage. Ich weiß, es gibt so in den nächsten Wochen und Monaten, nee, eher in den nächsten Wochen, einige Termine der Bundeskanzlerin in Baden-Württemberg aufgrund des Wahlkampfs, der da ansteht für die Landtagswahl. Keine Ahnung, ob in dem Zusammenhang irgendwie ein Termin zustande kommt, aber ich würde mich sehr freuen. Dann finde ich natürlich Gauck als Bundespräsident, finde ich wahnsinnig spannend. Und ich finde nicht alles uneingeschränkt gut von ihm, aber es gibt Dinge, die ich von Günther Jauch wahnsinnig gut finde und wahnsinnig spannend finde. Der trinkt ja eher Wein mit seinem eigenen Berg. Trinkt eher Wein mit seinem eigenen... Ich mag Wein schon auch gern, aber trinke auch gerne Bier. Insofern mit Günther Jauch würde ich schon auch ganz gerne mal ein Bier trinken. Jetzt, und das ist so ein Tipp, den du mir vielleicht geben kannst für heute. Wie machst du das denn, wenn du merkst, du hast hier jemanden sitzen, der nicht so ganz auf deiner Wellenlänge ist? Also wie jetzt bei mir heute. Was soll ich da noch sagen? Das kommt vor. Ja. Ja. Das kommt vor. Das ist also kein, ist da, wird dann das Bier schneller leer oder was passiert? Ja, also es ist kein Geheimnis. Natürlich verstehe auch ich mich mit meinen Talkgästen unterschiedlich gut. Manche nerven mich relativ schnell, das kommt vor. und ja, ich trinke dann mehr. Was aber jetzt nicht heißt, wenn Sie die Sendung schauen und der Wagner trinkt mehr Bier, er mag automatisch den Gast nicht. Weil ich habe ja vorher gesagt, je nach Sympathie trinke ich auch mal ein richtiges Bier oder halt ein alkoholfreieres. Okay, ich habe so ungefähr den Grundtenor habe ich verstanden. 27. März 2014 ist die erste Folge ausgestrahlt worden. Rola El-Halabi war zu Gast, die Ulmer Boxerin. Und ich würde gerne von dir wissen, kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich damals auf diese erste Sendung, also auf diesen, im Fachjargon sagt man Piloten, ja, passt ja ganz gut zu dir, wie hast du dich auf diesen Piloten vorbereitet, wo man noch nicht wusste, ja, wo du dich noch keine Routine eingestellt hast? Sehr akribisch auf jeden Fall. Also ich komme ja aus Baden-Württemberg, aber nicht ursprünglich aus Ulm. Mhm. Insofern war Rola El-Halabi, ich kannte ihre Geschichte, aber sie war jetzt keine, mit der ich mich umfassend gut ausgekannt hätte. Ich wusste aber, dass man in Ulm ihre Geschichte natürlich sehr, sehr gut kennt. Und ich hatte Angst davor. Ich bin überhaupt sehr akribisch in der Vorbereitung im Normalfall, wenn ich die Zeit dazu finde. Ich habe mich also sehr akribisch darauf vorbereitet, weil ich wusste, wenn du dir da einen Fehltritt leistest, gleich in der ersten Sendung, das geht schief. Und trotzdem, auch wenn viele schon ihre Geschichte kannten, war es mir ganz wichtig, ihr so einen Schritt näher zu kommen. Und mir nochmal diese Geschichte, wie sie damals von ihrem Stiefvater, wenn ich richtig informiert bin, Stiefvater angeschossen wurde vor einem Boxkampf in Berlin. Also ich habe mich da sehr intensiv drauf vorbereitet. Das war aber damals... 2014 auch deswegen noch anstrengender als heute, weil die Sendung war auch neu. Wir mussten auch mit den unfassbar tollen Kollegen aus der Technik, also die Kameramänner, die Sie nie sehen können, aber die einen wahnsinnig tollen Job machen bei der Sendung und allen, die so im Hintergrund sind, wir mussten erstmal überhaupt uns einspielen. Wie läuft überhaupt so eine Sendung? Das war auch für Regio-TV neu. Ja. Insofern, es war viel Arbeit, aber ich glaube, es war gut am Ende. Weil ich mir die Sendung heute nicht mehr gern ansehe. Warum nicht? Weil wir uns weiterentwickelt haben und alles andere wäre ja auch komisch. Ja. Aber wir haben uns weiterentwickelt und ich finde heute, dass wir damals einfach nur nicht die Professionalität hatten, die wir heute haben. Jetzt haben wir eben schon über deine Politikaffinität gesprochen.
In den 50 Sendungen waren ja ein paar politische Hochkaräte auch zu Gast. Der erste war Erwin Teufel, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Was sind deine Erinnerungen daran? Erwin Teufel, das ist eine tolle Geschichte. Erwin Teufel hat sich, nachdem er Ministerpräsident von Baden-Württemberg war, hat sich eigentlich, abgesehen von so ein paar Vorträgen, die er immer wieder hält, eigentlich aus der Politik zurückgezogen. Und Erwin Teufel lebt in Speichingen, ist mittlerweile ja auch in einem guten Alter, gesundheitlich noch sehr fit, auch im Kopf noch sehr fit. Aber ich habe Erwin Teufel damals abends relativ spät, dachte ich, ich rufe einfach mal. Ich habe tatsächlich einfach nach einer Telefonnummer im Internet gesucht und habe da angerufen und dachte, gut, da geht gar niemand ran. Mhm. Oder es geht irgendwie die Sekretärin ran oder irgendwer, der sagt, dass er keine Ahnung hat, wer ich bin und was ich will. Und es war so, ich habe da abends angerufen, 20 Uhr ungefähr, und dann ging jemand ans Telefon. Teufel. Ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Ist das jetzt Erwin Teufel? Dann habe ich gesagt, Herr Teufel, sind Sie's? Und dann sagt er, ja, Sie rufen ja auf meiner Nummer an. Naja, gut, mir war nicht klar, dass der Ministerpräsident AD persönlich ans Telefon geht. Da habe ich gesagt, Herr Teufel, das ist folgendermaßen, wir planen eine Sendung und ich würde Sie gerne einladen wollen in die Sendung. Sie sind für Baden-Württemberg einfach ein wichtiger Politiker, wichtige Persönlichkeit. Ich hätte Sie gerne zu Gast. Und hat er gesagt, wisst ihr, ich komme in gar keine Fernsehsendung mehr. Und hat es wirklich kategorisch ausgeschlossen. Da habe ich gesagt, alles klar, habe ich Verständnis, alles Gute, ich melde mich mal wieder. Und dann habe ich ihn wieder angerufen, habe gesagt, Herr Teufel, wir hätten Sie gerne in unserer Fernsehsendung. Wir haben ja schon mal telefoniert, Sie haben gesagt, Sie machen das nicht, Sie gehen in keine Fernsehsendungen mehr. Er hat gesagt, ja, eigentlich schon, und wann wäre das denn? Dann habe ich gesagt, ich weiß das Datum nicht mehr, aber es war in der Osterwoche, in der Karwoche, glaube ich. Und habe ich ihm gesagt, wann das wäre, und hat er gesagt, er hat da Zeit, weil er sich prinzipiell diese Osterzeit, diese Karzeit frei hält für die Familie. Aber also von Speichingen nach Ulm ist einfach für ihn unfassbar weit. Dann habe ich gesagt, naja gut, wir könnten Sie abholen ausnahmsweise. Und hat er gesagt, nee, er hat ja noch einen Fahrer, logischerweise darf er noch auf die Fahrbereitschaft des Landtags zurückgreifen. Und hat sich dann irgendwann, weil wir uns am Telefon einfach gut verstanden haben, hat sich Erwin Teufel darauf eingelassen, hat gesagt, okay, ich nehme diese Fahrt auf mich und ich komme zu Ihnen. Und das ist so meine Erinnerung dran. An die Sendung habe ich an sich gar keinen, das war so eine wer kann mir helfen? Das war so ein Roggenmühle? In Geislingen an der Steige, gell? Fantastisch da, mit einem wundervollen Fisch. Es war wirklich sehr fein. Auf einen Fisch mit. Auf einen Fisch mit. Und da war Erwin Teufel und das war einfach ein toller Moment für mich. Jetzt weiß ich, wir haben über Politik jetzt schon viel gesprochen. Politik ist deine Stärke. Was eher nicht deine Stärke ist, weiß ich aus Erfahrung, ist ja alles, was so in Richtung Sport angeht. Also was heißt Sport, wenn es insbesondere um Fußball geht? Da wird es dann schwierig. Jetzt hatten wir auch schon ein paar Fußballer zu Gast. Markus Sorg, Holger Sanwald. Überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt sagen, Herr Buchmeier. Ja, es ist völlig unverfänglich. Also bist du vor solchen Sendungen nervöser als vor anderen? Sehr viel nervöser, ja. Es stimmt, ich bin kein großer Fußballexperte. Und insofern weiß ich, dass es Thematiken gibt, wenn man über Fußball spricht, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Und ich mag das, ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin jemand, der sehr akribisch ist in der Vorbereitung. Ich mag es nicht, mit einem Gast in die Situation zu kommen, dass ich nicht weiß, worüber er spricht. Und beim Fußball passiert das. Da kommt es regelmäßig vor. Jetzt frage ich mich seit 20 Minuten, worüber du eigentlich redest. Aber kommt es regelmäßig vor, dass der Gast mit mir in einen Bereich kommt, wo ich genau weiß, okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe für mich mittlerweile erkannt, dass es auch okay ist, und das war auch so ein Lernprozess, ich habe für mich mittlerweile erkannt, dass es auch okay ist, auch mal zu sagen, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ja. Und das kam schon auch das ein oder andere Mal vor. Ich würde noch gerne auf die jetzt jüngsten Sendungen zu sprechen kommen. Da hatten wir wieder dein Steckenpferd, wahnsinnig viel Politik, nämlich jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, unter anderem einige der Spitzenkandidaten der Parteien für die kommende Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und wir hatten, ich nenne es jetzt mal Elefantenrunde, der Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. War das dann der Politik-Overkill oder wie waren diese Sendungen für dich? Also für mich persönlich war es nicht der Politik-Overkill. Wie gesagt, ich habe da eine gewisse Leidenschaft. Mich interessiert es und ich finde auch diese
geballte Politikkompetenz können wir so unmittelbar vor einer Landtagswahl oder vor einer Oberbürgermeisterwahl, da können wir die schon mal spielen. Ich weiß, dass nicht alle Zuschauer immer dieser Meinung sind. Ich weiß, dass Zuschauer sich auch manchmal wünschen, so jetzt wäre es mal wieder gut, wenn mal kein Politiker kommt. Mhm. Aber für mich war das vollkommen in Ordnung und in dem Rahmen auch richtig. Ja. Man muss da ja auch fair sein zu allen. Ne? Also wir haben allen die Chance gegeben, beispielsweise, wenn wir jetzt auf die Landtagswahl gucken, wir haben allen Parteien, die da im Ansatz eine Rolle spielen können, mit Ausnahme der AfD, weil die einfach sich nicht sortiert hatten zu dem Zeitpunkt. Die hatten keinen Spitzenkandidaten, deswegen haben wir gesagt, die AfD könnte in Baden-Württemberg eine Rolle spielen, aber wir laden die nicht ein, die sollen sich erstmal selber finden. Mhm. Aber alle anderen potenziellen Landtagskandidaten und Parteien haben wir eingeladen. Wir haben nicht bei allen die Spitzenpolitiker bekommen, also wir hatten beispielsweise bei den Grünen nicht den Ministerpräsidenten zu Gast. Mhm. Aber ich finde, man muss dann auch fair zu allen sein und man muss dann auch sagen, okay, wenn wir den einen machen, dann machen wir auch die anderen vier, fünf, wie viele auch immer. Ja, eine andere Sendung, die ein bisschen für mich ein Highlight war, weil wir da den ZDF-Moderator Florian Weiß zu Gast hatten, der wurde überrascht von seinem Lehrer. Ja. Kannst du dich noch daran genau erinnern, wie das vonstatten ging? Ja, das war tatsächlich eine relativ spontane Idee. Also Florian Weiß, der ursprünglich aus Neu-Ulm kommt, fing an als neuer Moderator der ZDF-Sendung Leute heute. Und wir haben ihn angefragt, ob er kommt. Und er hat gesagt, ja, er kommt. Er hat zwar erst beim ZDF noch Sendung, aber er kommt danach. Wir waren in Ehingen zu Gast. Und dann fiel mir ein, weil ich Mittagessen war gegenüber seiner ehemaligen Schule. Mhm. Und dann fiel mir ein, in der Mittagspause, Moment, wenn das die ehemalige Schule ist, vielleicht gibt es da auch noch einen ehemaligen Lehrer. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich vom Mittagessen aus angerufen in dieser Schule und gesagt, hey, bei uns kommt Florian Weiß in die Fernsehsendung. Wissen Sie, wer den damals unterrichtet hat? Mhm. Der Lehrer war mittlerweile in Rente, in Ruhestand, aber es ergab sich, dass man den ausfindig gemacht hat und der tatsächlich gesagt hat, er kommt und er erinnert sich auch noch, ja, und das ist ja die Besonderheit, erinnert sich auch noch an Florian Weiß. Er hatte sogar eine Abi-Zeitung oder sowas dabei. Er hatte was dabei, ja. Ja, also der konnte sich super dran erinnern. Und Florian Weiß wiederum, und das ist ja auch wichtig, hat sich auch an den Lehrer erinnert. Mhm. Er hat nämlich dann in der Sendung unabhängig von dem Gast, der wusste da noch nicht, dass er kommt, hat er gesagt, ja, ich hatte mal so einen Lehrer, der hatte immer Cowboy-Stiefel an. Mhm. Und dem haben wir es irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, aber im Schulantime hatten wir mit dem Ärger oder ich weiß nicht mehr was. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, war das der Lehrer XY? Mhm. Haha, schauen Sie mal, Herr Weiß, hier ist er. Das war eine sehr witzige Situation. Das stimmt. Und er kam mit Cowboy-Stiefeln. Jetzt haben wir 50 Sendungen fast hinter uns gebracht. Jetzt würde ich gerne wissen, wie geht's weiter? Was kann man denn schon sagen? Also auch wenn es vielleicht die Bundeskanzlerin nicht werden sollte. Was wir nicht wissen. Also, wir starten jetzt erstmal in ein neues Auf ein Bier mit Jahr. Und wie gesagt, ich freue mich, dass es die dritte Staffel ist, das dritte Jahr, das wir machen. Das ist nicht selbstverständlich. Fernsehen lebt von Einschaltquoten, von Zuschauern. Fernsehen lebt aber am Ende auch von Geld. Also wir machen das alle beim Fernsehen nicht zum Hobby, sondern logischerweise kostet diese Sendung Geld. Wenn ich die vorbereite, dann kostet das Arbeitszeit. Da sitzen Kameraleute, da gibt es eine Regie, da gibt es jemanden, der diese Mikrofone steuert. Da gibt es einfach viel, was da im Hintergrund passiert. Insofern bin ich froh, dass wir zum einen einen tollen Geldgeber an unserer Seite haben, was die Sendung angeht. Und zum anderen auch, dass wir nach wie vor unfassbar viel Lust haben, als Team von Auf ein Bier mit, unfassbar viel Lust haben auf weitere Sendungen. Und das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Also, wie geht's weiter? Es geht weiter, ohne zu wissen, wer wann warum kommt. Mhm. Es geht weiter, und das verspreche ich mit 50, in diesem Jahr mit ungefähr 30 tollen Gästen. Mhm. Gut, jetzt danke ich dir, dass du dich kurz gefasst hast, ja. Und jetzt kriegt die von dir angesprochene Regie nämlich komplett die Krätze, weil ich jetzt nämlich noch was Kleines mit dir vorhabe. Nämlich, wir haben ja hier auch immer so tolle Bierdeckel. Ja. Und auch dazu hätte ich gerne noch eine Meinung von dir. Also Bierdeckel, die ich am Ende der Sendung unterschreiben lasse. Ja. Und da steht auch noch der Klarname drauf. Ja. Den werde ich jetzt gleich verdecken. Ja. Ja. Ich soll jetzt erkennen, du wer musst unterschrieben erkennen, hat. Wer unterschrieben ei, hat. Ei, ei. Aber es ist auch da, wir können es wieder von leicht nach schwer machen vielleicht, oder? Mhm. Gut, dann zeige ich mir mal kurz in die Kamera, wer das jetzt ist. Ja?
Gut. So, und jetzt muss ich hier gucken. Kann ich es nicht auf irgendeinem Bildschirm? Nee. Du kannst es nicht sehen. So, das ist relativ einfach, wenn man es lesen kann. Beate Merk. Ja, Beate Merk. Was mich an der Geschichte, ich habe das ja nicht ohne Grund, was mich interessiert, ist dieses Herz. Ja, das Herz kann ich auch nicht deuten. Aber Beate Merk, die Ministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen im bayerischen Kabinett von Horst Seehofer, also ich glaube, wir haben eine Liaison. Also zumindest wenn ich... Gut, das ist dann der dritte Brief vom Anwalt. Auch wenn ich es zum dritten Mal sage, unabhängig von meiner politischen Meinung. Gut, also es ist Beate Merk, das können wir schon mal das können wir schon mal aufdecken. So. Okay. Mal gucken. Ja, es wird schon schwieriger. Sie haben sich einiges einfallen lassen, Herr Buchmeier. Respekt. Ja, ich hatte halt ein bisschen Zeit und dann, warte mal, so kann man das machen. Was ist diese Unterschrift? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Das ist auch schwierig, muss ich ehrlich sagen. Die sieht einfach nur, ich finde die sehr interessant, mit auch einem Smiley, der die Zunge rausstreckt, muss man vielleicht dazu sagen. Was also nur hier vorne, was heißt das, DL oder was soll das sein? Also D ist schon mal gar nicht schlecht und ein L kommt auch vor. Ist es der Donikel? Nee. Aber auch Musiker, aber wahrscheinlich... Musiker, also wir hatten Glasperlenspiel bei uns zu Gast. Es geht eher so in die Casting-Richtung. Ah, dann war es Daniel Schumacher. Jawohl, es ist Daniel Schumacher. DSDS. DSDS-Sieger. Okay. Und die letzte, die wir haben, das ist im Prinzip für mich, weiß ich nicht, was das ist, aber früh arabische Schrift oder es sowas. Es gibt übrigens auch da noch eine kleine Geschichte. Also ja, erzähl kurz die Anekdote. Ich klebe ja diese kleinen Aufkleber hier unten, die klebe ich selbst am nächsten Tag auf. Und mir geht es bei selber uns so. Klebt der Chef noch selbst. Ja, und mir geht es selber manchmal so, dass ich am nächsten Tag nicht mehr weiß, wer soll das sein. Mhm. Und wir haben tatsächlich kürzlich einen Bierdeckel zurückgeschickt, also an eine Adresse geschickt mit der Frage, ist es ihrer? Und das war tatsächlich der des ehemaligen VfB-Präsidenten und heutigen Ehrenpräsidenten Erwin Staudt. Den haben wir ihm geschickt und haben gesagt, bitte sagen Sie, ob es ihrer ist. Ist das Ihre Sauklaue? Ja. So, also wir haben hier die Hieroglyphen eben schon gesehen. Ich brauche das jetzt nochmal. Wer ist das? Ich geb dir einen Tipp, weil das wirklich... Also das kann das man, weiß ich. Oh, ja. Das weißt du? Das weiß ich. Wirklich? Ja, ich weiß es da deswegen. Da war offenbar Bewusstseinserweiterung. Nein, ich weiß es deswegen. Also hier ist ein A, das erkennt man. Das erkennen auch Sie zu Hause. Schauen Sie genau hin, hier ist ein A. So, und dieses A, jetzt achte nicht, dass ich es aufdecke, dieses A und dann kommt ein Und. Man muss mal ganz kurz erklären für die Zuschauer, dass in dem Namen, der hier unten steht, nicht ein einziges A auftaucht. Oh. Aber das stimmt, ist auch nicht schlimm. Stimmt. Es taucht da kein A auf. Also, dieses A steht für Andreas. Wofür das hier unten steht, weiß ich nicht mehr. Ja. Die beiden sind Brüder. Exakt. Ich weiß nicht, wie der zweite heißt, aber es ist der mit dieser unfassbar genialen Frisur. Ich versuche, die immer wieder nachzumachen, aber meine Haare sind zu kurz. Das sind die Ehrlich Brothers. Exakt. Es sind die jetzt Ehrlich Brothers. Die Ehrlich Brothers. Wie heißt der zweite? Kann ich dir also wirklich... Lies es doch einfach ab. Also, Daniel, er heißt bestimmt Daniel. Das war auch eine tolle Sendung. Ja. Die Ehrlich Brothers, die kommen, glaube ich, in den nächsten Wochen in die Ratiopharm Arena in Ulm. Ja, Neu-Ulm. In Neu-Ulm. Ich korrigiere. Können wir das rausschneiden? Übrigens, beliebte Frage bei Auf ein Bier mit. Können wir das rausschneiden? Nein, können wir nicht. Aber es waren die Ehrlich Brothers, die kommen bald in die Ratiopharm Arena. Ich empfehle Ihnen, da hinzugehen und sage vielen Dank. So, jetzt darfst du deine... Darf ich Danke sagen? Wer kommt nächste Woche? Das müssen wir noch kurz den Leuten sagen. Du darfst jetzt abmoderieren. Ist ja. Nein, sag doch mal, wer nächste Woche kommt. Das ist ja jetzt deine Sendung. Ich weiß nicht, wer nächste Woche kommt. Für mich, hallo, mein Job ist hier erledigt. Ich sage jetzt Ex und Top und du moderierst nächste Woche an. Nächste Woche, ich muss auch ganz kurz überlegen. Nächste Woche bei uns zu Gast Magdalena Pszczeska, Gewinnerin von der RTL-Sendung Let's Dance, mittlerweile Cheftrainerin bei der TSG in Söflingen. Florian, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Zum 50 Wohl. Sendungen, dann komme ich wieder. Danke an Sie. Zum Wohl. Und einen schönen Abend. Macht's gut und nächste Woche sehen wir uns wieder 19:30 auf der Limit. Bis dahin.
Auf ein Bier mit Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.